Hallo und willkommen bei Corpus Motum zum Thema Mausarm. Heute besprechen wir eben dieses Krankheitsbild durch die Haltung oder durch eine schlechte Haltung am Arbeitsplatz. Kommen die Schultern nach vorne, der Kopf kommt nach vorne und wir haben einige Stellen jetzt, was jetzt an Wirbelsäulen angeht, was Schultern angeht, was auch Hand angeht, wo es zu Engpässen in der Nervenversorgung kommen kann. Und das kann dann eben zu Schmerzen führen, das kann zu Einschlafen der Finger, es kann zu diesen Kribbeln führen. Und dem entgegenzuwirken gilt es eben mit Übungen im Alltag. Es ist einfach, 8 Stunden sitzen ist einfach zu viel, 10 Stunden, 12 Stunden, es ist einfach zu viel. Und deswegen schaut zwischendurch immer wieder eben das Aufrichten. Ganz ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Punkt ist da im Endeffekt, der kleine Brustmuskel, der zieht uns dann ganz gern ganz nach vorne, da kann es eben zu den Engpass kommen und jetzt dann haben wir dann vielleicht eben Ausstrahlungen und Einschlafen eben gewisser Strukturen, eben gewisser Finger dann auch. Gell? Deswegen schaut zwischendurch aufrichten, Schulterblätter nach hinten, die Hände nach hinten, hinten spannen, aber wirklich nach hinten unten. Also probiert, dass wirklich versucht, hinten die Schulterblätter zusammenzuziehen. Ihr könnt auch die Hände nach hinten unten schieben einfach. Also wirklich nur so nach hinten unten schieben. Aber jetzt nicht nur eben die Schulter nach hinten, also die Hand nach hinten tun, sondern wirklich die Schulterblätter nach hinten spannen. Und dann probiert es einmal und fühlt es einmal rein, wie es euch tut. Also richtig einfach nur so hinterspannen einmal. Genau, dann könnt ihr den Kopf noch ein bisschen nach rechts und links tun. Und dann kriegen wir das Ganze schon ein bisschen mobiler. Das muss halt öfter gemacht werden, okay? Dann eben nach oben strecken, schauen, wirklich nach hinten spannen probieren. Richtig das Ganze eben da vorne aufmachen. Eben Kräftigung nach hinten. Die Rückenmuskulatur, die obere, soll richtig schön trainiert werden. Auf der anderen Seite kann man eben Dehnungsübungen machen, dass man schaut eben übers Dehnen des Unterarmes zum Beispiel, die Unterarmstrukturen ein bisschen aufzumachen, übers Dehnen der Oberarmmuskulatur, auf diese Art und Weise, oder eben hinten die Hände zusammengeben und nach hinten unten spannen und das Ganze dann länger halten. Wenn ihr wirklich sagt, okay, in der Dehnung drin bleiben, so 15, 20, 30 Sekunden, okay? Das sind Varianten, die du gleich machen kannst. Was du sonst noch zu Hause machen kannst, mit der Faszienrolle, die Bruststruktur ein bisschen auflockern, die Oberarmmuskulatur, der Brustmuskel zum Beispiel geht von hier zum inneren Oberarm und da kann man das Ganze schon ein bisschen lockern. Schauen, der untere Schulterblatt da drin, oder der untere Schulter eben drin, oder nicht in der Achsel drinnen, sondern wirklich da am Außenrand, das kann man auch schön aufholen mit der Faszienrolle zum Beispiel. Die Nackenmuskulatur ist ein bisschen schwieriger eben mit der Faszienrolle oder mit dem Ball zu kriegen. Da sollte man halt schauen, dass man irgendwie da oben raufkommt, sonst den Partner oder Freund immer auch fragen, dass er da oben mal reindrückt, sonst selbst reindrücken ist eine Möglichkeit. Und wenn mit eigenen Übungen das Ganze nicht besser wird, schaut einmal zum Therapeuten, schaut zum Osteopathen, schaut zum Arzt, dass eben die ganze Spannung da ein bisschen rausgeht und euch jemand da dabei hilft auch. Wir haben noch einige andere Videos in diese Richtung, schaut euch das an. Vielleicht sind ein paar Tipps dabei, die euch dabei helfen können. Wenn euch ein bisschen was hilft, beim Dehnen eben nochmal schauen. Dehnen eben dreimal wirklich 20 Sekunden. Kräftigen, schauen, zwischen 6 und 15 Wiederholungen richtig nach hinten spannen. Schöne Schulterblätter hinten zusammengehen lassen und versuchen eben so aufrecht wie möglich zu sitzen. Es soll dann nicht hinten im Rücken die Verspannung sein, sondern einfach immer wieder mal probieren. Ihr könnt euch ein bisschen aufrichten, helft euch mit dem Tisch und dann habt ihr schon was gemacht. Das könnt ihr am Tag wirklich so jede halbe Stunde ein bisschen was machen und es wird euch dann auch ganz sicher schon besser gehen. So viel von meiner Seite, bis zum nächsten Mal. Ich bin Patrick Rudolf, euer Coach und Physiotherapeut von Corpus Motum. Schaltet wieder ein, wenn euch unser Kanal gefällt, abonniert ihn unten irgendwo und wenn euch der Beitrag gefallen hat, einen Daumen nach oben.
Und wir bedanken uns dafür. Bis zum nächsten Mal.